Ja, moin moin meine Minecraft-Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge Minecraft und ja, wir befinden uns immer noch unter Tage. Wo genau? Oh mein Gott, ich muss mich erstmal wieder konzentrieren, mal überlegen, wo wir denn überhaupt waren. Und das hier mit dem langen hier in der Mitte sieht verdächtig nach einem Erdp aus. Oh mein Gott. Ist ja schon wieder ein super Start nach einer kurzen Pause, sage ich mal. Aber naja, komm, wir gucken mal. Ich habe gerade eben mal bei mir ins Inventar geschaut und mal geguckt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie läuft denn unsere Reise derzeit? Sieht eigentlich ganz akzeptabel aus. Mir ist aber aufgefallen, wir brauchen ein paar neue Fackeln. Und das heißt, wir werden uns wohl oder übel. Oh, ach so, okay. Ja, erstmal hier rausscharren. Ein bisschen aufpassen, dass uns jetzt nichts hier abfängt. Ich weiß nicht, hatte ich eine Werkbank dabei? Natürlich nicht. Was brauchst du denn eigentlich für eine Werkbank? Wartet mal. Viermal. Schlummer, das gönnen wir uns mal schnell hier. So, ja, ich hatte eine kleine Pause. Dann nochmal großes Dankeschön an euch, an euer Verständnis. Und ja, ab heute geht es auf jeden Fall wieder weiter. Was ich auf jeden Fall gleich anmerken muss als erstes, es kann sein, dass ich eventuell jetzt, ja, ich sag mal, zwei, drei Folgen eventuell im Voraus aufnehme. Also seid mir da bitte nicht so böse, wenn ich jetzt auf eure Kommentare in den Videos, darauf mal angemerkt, erst die Schiene ist abgehoben. Hammerhart. Es fängt schon wieder an, so spooky-mäßig. Ich brauche noch zweimal den Spaß. Perfekt. So, da, 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 da. So, Kohle, denke ich mal, werden wir so oder so mehr als genug haben. Ich bin gut, Leute, oder? Für was mache ich denn jetzt hier bitte einen Ofen? Ich Held, Gangster. Ich brauche doch lediglich hier ein bisschen Holz machen. Sagen wir mal 20 Mal. Dann mache ich aus den 20 Mal mache ich jetzt ein paar Stiggies. Und davon mache ich jetzt einfach Fackeln. Mit Kohle. Mit ganz normaler Standardkohle. Tobi! Okay, ihr merkt's, der Tobi, der muss erstmal wieder hier in das ganze Geschehen reinkommen. Ich würde sagen, wir machen gleich zwei Stacks wieder. Lass mal so in die Kiste hier vorne tun wir mal. Genau. Wir nehmen uns erstmal die Schiene mit. Die Lore kann ja. Oh ja. Oh, Drecksam. Muss einfach sein. Ich konnte da jetzt nicht widerstehen. Da tun wir einfach hier mal die Stickies rein. Da hat man nämlich schon ein paar drin. Ja? Okay. Und weil wir ja jetzt so viel Kohle weggehauen haben, nehmen wir uns die hier einfach mal wieder mit. So, und dann muss ich mich erstmal wieder ein wenig zurechtfinden. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wie es denn aussieht. Ja, wo es denn jetzt überhaupt lang geht, sagen wir mal so. Ja, der Vergangenheitstobi, der hätte ja wenigstens mal irgendwo ein Schild anbringen können und sagen, ja, dort seid ihr fertig. Und naja, wir schauen einfach mal. Ich habe ja, wenn ich mich recht entsinne, oh, jetzt wollte ich springen, wie in, ja, Fallout. Hammer. Hammer, okay, hier unten war ich auf jeden Fall noch nicht. Oder doch? Oh ja. Hier sind nämlich überall rechts sind nämlich die Fackeln. Und das ist sozusagen mein Zeichen, dass ich da halt schon war. Und ja, aber die Kohle. Wir nehmen ein bisschen Kohle mit. Weil, wie gesagt, wir haben ja gerade ein bisschen vermehrt. So, XP. Oh, jetzt wollte ich schon. Oh. Sorry, dass ich jetzt öfters mal bestimmt das Inventar aufrufen werde. Aber ich versuche hier, Fallout ist ja rausgekommen, sag ich mal. Und da tue ich auf Y springen. Und jetzt muss ich auf A springen, sagen wir mal so. Deswegen verwechsel ich das noch krampfhaft. Irgendwie. Ja, das kommt davon, wenn man ein paar Stunden, ja, sozusagen Fallout gespielt hat. Naja, wir machen das Beste draus. So, wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir machen den Stack auf jeden Fall voll und dann bewegen wir uns mal weiter. Ich wollte auf jeden Fall noch mehr, viel, viel mehr Eisen. Hier ist irgendwo Lava, ich muss aufpassen. Eisen finden.
Wir haben ja das letzte Mal und das vorletzte Mal ja sehr, sehr viel Glück mit den Monstern prinzipiell gehabt. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt hab ich sogar schon viermal Kohle zu viel. Naja, komm, dann machen wir uns dann einfach nochmal. Dann nehmen wir jetzt, ich wollte schon wieder mit einer anderen Steuerung springen, hammerhart, Leute. Dann nehme ich mir jetzt einfach nochmal vier Stickies mit. Und wenn ich die aufgebraucht habe, die Fackeln, werde ich mir davon ganz einfach nochmal, lass mal alles hier, oder? Werde ich mir davon einfach nochmal. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Geht's auch nicht weiter? Haben wir jetzt etwa schon alles erforscht? Hier ist wieder Kohle. Keine Spawn oder sowas. Eine Kiste bislang. Äußerst merkwürdig. Merkwürdig. So, guck mal hier nochmal. Ansonsten bin ich jetzt überfragt, wo ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich jetzt schon war. Also hier war ich anscheinend schon überall. Hier sind ja auch die Fackeln, dort hinten ging es nicht weiter. Hoffe ich mal. Komm, wir gehen einfach mal hier lang. Und schauen mal, wo wir hier hinkommen. Monster hält sich auch in Grenzen. Machen wir einfach mal die. Redstone. Können wir ein bisschen mitnehmen. Ich habe ja gesagt, ein Stack Redstone geht immer. So. Okay, das hauen wir weg. Oh, okay. So, damit haben wir schon Level 26. Diese Steuerung, Mann. Hammerhart, ey. Puh, Leute, Leute, Leute. Okay, wir sind. Ich krieg meinen Fettarsch hier nicht durch. Ich gehe einfach mal hier. Ich gehe einfach mal hier zurück. Ich glaube, von hier bin ich gekommen damals. Hier sind auf jeden Fall. Ja, genau. Von hier bin ich gekommen. Hier ist nämlich sozusagen der Weg, wo ich runtergekommen bin. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind, ich schau mal schnell auf die Karte, wo ich natürlich nichts sehe. Perfekt. Denke ich mal, werden wir jetzt hier ein wenig nach unten gehen. Einfach mal hier. Und werden uns hier einfach mal, ja, einen neuen Weg suchen. Und das wird natürlich sehr, sehr schnell finster, wenn ich das hier gerade mal so mitkriege. Deswegen, Fackeln, 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 aber da haben wir ja Gott sei Dank jetzt erstmal wieder. Und, oh mein Gott, Leute, ey, wartet mal, jetzt muss ich erstmal schnell was gucken. Eins. Ach so, okay. Müssen wir schauen. Wir müssen schauen, wie lange wir uns jetzt hier, denke ich mal, noch aufhalten. Wie gesagt, wir bauen uns ja jetzt erstmal weiter runter. Karte. Ich muss hier so. Okay, ich bin schon zu tief. Wir müssen uns wieder hochbauen. Lapis Lazuli. Hast du gehört, Gisela? Lapis Lazuli. So ein kleiner Insider, dass ihr euch nicht wundert. Oh mein Gott, dieses Springen macht mich fertig, ganz ehrlich. So, wir graben uns jetzt. Wir machen jetzt hier einfach mal hier so einen Gang. Und schauen einfach mal, wo wir hinkommen. Ich sehe gar nichts mehr. So, perfekt. Holy shit, Leute. In der letzten Woche ist ja einiges Krasses passiert, sag ich mal. Jetzt übers Wochenende natürlich auch mit der ganzen Geschichte mit Frankreich und so. Ist natürlich auch richtig krass, ganz ehrlich. Finde ich natürlich, soll jetzt nicht falsch verstehen. Aber was hier auf Facebook jetzt wieder abgeht, oder? Mit diesen komischen Flaggen ins Profilbild nehmen und so. Ich finde das übertrieben, ganz ehrlich. Klar ist das krass, was da passiert ist, ganz ehrlich. Aber dass da Leute jetzt alle wieder. Ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung, ganz ehrlich. Die machen da Flaggen in ihre Profilbilder. Ich bin voll hammerhart. Und letztendlich interessiert die das noch nicht mal. Das machen die jetzt eine Woche und dann nehmen sie es wieder raus. Das ist meine Seite. Also, ich finde es krass, wie gesagt, was passiert ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das jetzt ändern
sollte. Nur weil ich da jetzt so eine französische Flagge oder irgend sowas als in mein Profilbild packe. Genauso YouTube, die machen das ja auch. Da hat ja der rote Button. Oh, viel Eisen. Oh, so muss das sein. Ich kann ja auch hier machen. Hat das auch gemacht, klar. Die wollen damit sozusagen, ich sag mal, ihr Beileid oder so zeigen. Aber ich habe da einen Post gesehen, was von mir jemand aus der Friendliste gefällt mir gemacht hat und kommentiert hat. Da stande: Unterstütz Frankreich jetzt, indem du diese Flagge in dein Profilbild nimmst. Also sowas finde ich dann natürlich schon wieder Schwachsinn für denjenigen. Der nutzt das natürlich schon wieder schamlos aus, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er genau weiß, dass viele Leute dann diesen Beitrag liken werden und all solche Geschichten. Und dass Leute dort dann auf Gefällt mir drücken, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, weil klar, man kann das ja zeigen. Wie gesagt, Spylight, YouTube macht es ja auch. Die haben ja, wie gesagt, ihr Logo gefärbt. Aber um Frankreich zu unterstützen, nur weil man jetzt die Flagge als Profilbild nimmt, das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Aber naja, lassen wir das mal dabei. Vielleicht gibt es oder anderen, der das von euch gemacht hat. Wie gesagt, soll jeder so machen. Ja, wie es beliebt, sagen wir mal so. Kann man halt auch nicht ändern. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Kohle aufgestisselt. Wir kommen jetzt hier sehr, sehr. Ach so. Hier ist meine Effizienz 4, okay. Okay, ich dachte jetzt hier. Ey, meine Hacke geht ja jetzt mal super schnell kaputt, ey. Oh, ist das hier finster? Ich sehe schon gar nichts mehr. Hammerhart, Leute. So, nee, das. Das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Aber naja, muss jeder selber für sich wissen, ganz ehrlich. Für die Leute, die jetzt eventuell da deswegen fragen sollten, deswegen habe ich das jetzt mal hier kurz erwähnt, weil ja, wenn ich mal hier auf Twitch mal Stream oder so geguckt habe, vom Gronkh, von Guten Monte oder so, ey, die haben da den Chat voll gespammt damit, das ging schon gar nicht mehr. Das würde mich auch nerven, ganz ehrlich. Und ja, dass man halt mal schnell meine Meinung darüber erfahren habt. Deswegen habe ich das jetzt mal angeschnitten. So, jetzt zu, ich denke mal, unser Hobby von allen, das Spielen. Es ist ja jetzt Fallout rausgekommen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe schon ein bisschen Fallout gespielt. Da habe ich mich riesig drauf gefreut. Und Call of Duty ist auch rausgekommen. Da habe ich auch immer, ich habe schon, da könnt ihr so und so viele Videos zurückgehen. Da habe ich schon immer gesagt, ey, Black Ops 3, boah, habe ich da Bock drauf, ganz ehrlich. Ey, es ist geil. Es ist geil. Ich wusste es von Anfang an, dass es einfach nur geil ist. So, wir machen hier mal wieder eine Fackel dran, damit ihr auch mal wieder was seht. Und wie sieht's denn bei euch aus? Spielt ihr eins von beiden? Ich gehe mal schwer davon aus. Also, Fallout ist eigentlich, also für jeden Rollenspieler Fallout Pflicht, denke ich mal. Und ja, Shooter-Freund, diesbezüglich COD. Gerade das COD. Das ist der Hammer. Dass die Kampagne ist der Hammer. Da hast du ja sogar noch eine Nebenkampagne mit Zombies und sowas. Und Zombie-Modus prinzipiell hammergeil. Hört ihr das? Hier brennt ein Creeper und er ist tot. Das heißt, wir haben hier Lava. Was ich natürlich jetzt mache, ist der größte, wartet mal. Ist sehr, sehr riskant, weil ich riskiere eine Lavadusche. Deswegen mache ich das auch mal so hier, dass ich mich notfalls löschen kann. Scheint direkt vor mir irgendwo zu sein. Oder unter mir. Das schon mal das Wasser, perfekt.
Kämpf gegen die Strömung an, Tobi! Du wirst es schaffen! Hier ist Lava verhärtet. Ich nehme meinen Stock in der Hand. Da ist die Lava. Oh, dieses Wasser. Das ist der Hammer. Wir müssen jetzt hier hoch. Komme, was wolle. Komm, spring ja drauf. Perfekt. Erstmal umgucken. Monster. Perfekt. So, zumachen. Oh, fuck, Creeper. Creeper, Enderman. Bin ich ja jetzt erschrocken, ey. Hier neben mir ist irgendwo ein böser Enderman. So schnell ausleuchten. Da kommt ein Zombie. Zombie. Ja, du böser Zombie-Mann. Okay. Zombies. Warte, kommt einer. Okay. Lass mal hier ausleuchten, wenn die alle von hier kommen. Perfekt. Ah, hier ist ein kleiner, schmaler Gang. Mal spicken. Nur mal spicken. Spicken geht immer. So, Schein. Ruhe, sei rusch. Du alter Gangster da. So, Eisen, Eisen, Eisen. Hier ist auch sowas. Hier geht es wieder nach unten. Das sind hier wieder so viele, ja, Gänge. Dass ich gleich mal nicht identifizieren kann, wo geht's lang. Und ja. Wo waren wir schon? Eisen will ich auf jeden Fall. Hier drüben war auch noch. Perfekt. Oh, nice, nice, nice. So, und ja, deswegen. Oh, ich bin voll. Genau, ich mache einfach mal schnell meine Fackeln. So, perfekt. Habe ich da hier hinten. Oh, tatsächlich, habe ich liegen lassen. Hammer, hab schon einen Schmalt gekriegt. Zombie vielleicht. Nö, nö. Weg. Hui. Pepe. So, okay. Lass mal das sein. Da, der kommt da. Ja, ich hab schon gesehen, du verdammter Erdtunnelpenis, du. Oh. Oh. Da habe ich natürlich jetzt richtig Kacke gegen ihn gekämpft. Aber naja, wir haben es ja überlebt. Sagen wir mal so. Hier geht's auch wieder nach unten. Hier ist irgendwo dieser End. Oh! Sehr riskant, Leute. Sehr riskant. Halt. Alles stehen und liegen lassen. Oh, hier geht's. Oh, hammert. Kann ich hier eine Fackel platzieren? So, erstmal ein bisschen ausleuchten. So, Eisen, gib mir das Eisen. Perfekt. Umso mehr umso besser. So, jetzt gucken wir hier oben nochmal schnell. Und dann gucke ich mal auf die Zeit. Wir huschen hier jetzt mal schnell durch. Raus aus der Mine, ab in die Höhle oder so. Da hinten kämpft schon wieder einer gegen die Strömung. Warte, ich kubi. Ich werde dich verkloppen. So, und jetzt noch mal schnell zu. Oh, ganz ruhig, Akro-Zombie. Noch mal zu Fallout COD. Oh, springen, Alter, das ist heftig. Ja, da wettet ihr auf jeden Fall das Gold. Nice. Nice, nice, nice. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall, denke ich mal, in Zukunft noch das ein oder andere Video sehen, also ich sag mal von COD bestimmt mehr. Weil, ja, da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Ja, muss ich mal gucken. Ich denke mal, ja, Multiplayer, mal Kampagne vielleicht jetzt diesbezüglich vielleicht nicht, aber dann noch Zombie-Modus oder so. Und ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Fallout auf jeden Fall wird es ein Tobi zockt geben, sage ich mal dazu. Auf Deutsch gesagt, wo ich vielleicht eine Quest mache und dann zeige ich euch mal, was ich so bislang gebaut habe. Das kann man ja jetzt alles sehr, sehr gut machen, alles.
Und ja, irgend sowas wird es schon geben, denke ich mal, in nächster Zeit. Ich muss mal schauen, wie ich es schaffe mit dem Aufnehmen. So, hier ist sehr, sehr viel Lava. Mysteriös. Ich würde natürlich jetzt hier hinten war natürlich auch. Da müsste ich hier lang gehen, hä? Müsste ich hier so einen Durchbruch machen, um dort eventuell in die Höhle zu kommen. Aber komm, ich setze jetzt erstmal eine Fackel hin. Ich denke mal, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Machen hier einen Stöpselrei. Ja, und da würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Da bedanke ich mich natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen, wenn euch die Folge und das Video gefallen hat. Und schaltet natürlich auch das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Minecraft. Ja. Und es auch schaut so rein. Und die Liebe bis zum nächsten Mal.